Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin der Blue1980 und jetzt geht's los. Ich möchte euch heute einen, wie ihr schon lesen könnt, Warnschussrevolver vorstellen im Kaliber 6mm Knall. Flobert, genau. Dieser kommt in einem Karton. Der sieht so aus, ist hier geklammert. Ich weiß nicht, ob das Original so war. Aber kann ich mir schon gut vorstellen. Im Karton befindet sich dann die Pistole, die auch wirklich sehr klein ist. Diese besteht aus Zink, also der Rahmen hier ist aus Zink. Das wird Stahl sein. Ich habe leider meinen Magneten nicht da. Und ja, wir schauen uns jetzt mal zunächst die technischen Daten an. Hier gibt es noch ein Beiblatt. Ich habe das hier noch nicht durchgeschaut. Wir machen das also gerade gemeinschaftlich. Gebrauchsanweisung. So, Beschriftung Valor BGI. Ich schätze mal, dass das irgendwie eine Art Import ist. Bin mir aber nicht sicher. Ja, das war's schon. Das ist die ganze Gebrauchsanweisung. Die PTB-Nummer steht hier unten, das ist die 3470. Da diese 6mm Geschichten ja keinen Beschuss haben, kann man anhand der PTB-Nummer in dem Fall, also mit Bindestrich ist, das Jahr der Zulassung, der Erstzulassung der PTB einordnen. Das heißt also, dieses Modell ist wohl ab 1970 zugelassen worden. Das sehe ich auch hier zumindest in einer von vielen PTB-Mitteilungen. Da ist auch diese Revolver gelistet unter der 3470 von Rudolf Weber Stahlwarenfabrik Solingen. Da steht auch Schreckschussrevolver Valor Modell BGI im Kaliber 6mm Flobert Platzpatrone. Und dieser wesentliche Merkmal steht oben noch, ist ein einschraubbarer Signalbecher und das Gerät sei sechsschüssig. So, gut, dann wollen wir mal schauen. Tatsächlich hier einen aus Stahl, einen Abschussbecher ohne Entlassungsbohrung und ganz großer Durchgang. So sieht das dann aufgesteckt aus. Wir haben hier eine Trommelachse, die gesteckt ist und ich vermute mal, das habe ich jetzt aber noch nicht mal gelesen, kann man den mal rausnehmen, dann reinigen, laden, ja gut, okay, offenbar ist das nicht der Fall. Hier vorne ist noch eine kleine Schraube. Diese arretiert wahrscheinlich über diese kleinen Vertiefungen die Trommel. Laden lässt sich das Ganze über diese Ladeklappe, sehe ich gerade. Sieht man hier. Und diese Trommelachse dient auch als Ausstoßer. Also kann man die abgeschossenen Kartuschen nach hinten auswerfen. Aber offensichtlich lässt sich das Ganze wirklich nicht auseinanderbauen. So einfach ohne weiteres. Da ist nämlich wahrscheinlich dieses Teil aus Stahl auch noch als Trommelachse gedacht und hier auch mit einem Stift in einem Sackloch gesichert. Ne, doch kein Sackloch. Aber ist bloß eine Vermutung. Ich kann leider nicht reingucken. Gut, was gibt's dazu? Also Beschriftung, klar, Valor BGI, Made in Germany. Scheint also dann doch kein
Import zu sein. Das sieht aus wie irgendwie so eine Bruni-Geschichte so ein bisschen. Ja, 6 mm steht hier noch drauf und oben die PTB-Nummer. Und danach ist überlackiert worden, so wie es aussieht. PTB 3470. Und das ist dann auch schon alles. Ja. Zum Spannen. Naja, man hat hier noch eine Schlagnase, die ist etwas beweglich. Ja. Also man hat ein Double Action. Funktioniert aber nicht so ganz. Also im Single Action ist dieses Modell jetzt zumindest. Etwas zuverlässiger. Okay, gut. Ihr seht schon, die Qualität ist jetzt nicht wirklich so der Renner. Eine Laufsperre sehe ich da nicht wirklich. Ich versuche jetzt gerade mal mit einem LED-Licht so zu leuchten, dass man ja, das ist schwer zu erkennen. Ah doch, wir haben vorne eine Laufsperre drin. Jetzt könnte man sie kurz sehen. Da kann man sie sehen. Das ist also die Laufsperre ist ein Steg. Und ja, das scheint es dann auch schon gewesen zu sein. Ja, kleines feines Pistölchen, ein Revolverchen. Und ja, das in nicht mal toller Qualität. Ja, gut. Also für Silvester, nein. Für Selbstschutz, nein. Zum Sammeln, ja, wenn man auf Komplettierung der Modelle der PTB steht. Ansonsten für meine Einschätzung ist das eher nichts, was man unbedingt haben muss. Es ist alt, es ist wahrscheinlich Massenware, aber meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich so das tolle Gerät. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video zumindest gefallen, wenn auch nicht der Revolver. Lasst mir noch ein Abo da, wenn noch nicht geschehen, und einen Daumen nach oben. Und vielen Dank, bis zum nächsten Mal.